So, willkommen zu einem weiteren Video. Heute werde ich euch ein FS-Video zeigen, wie man den Atzenlied nachmachen kann. Das klingt ungefähr so. Ja, das ist eigentlich nicht schwer. Also, ihr braucht einfach nur diese 15 Sekunden lange Wave-Datei hier. Es geht jetzt 15 Sekunden lang so und wir wollen ja nicht, dass es hier so die ganze Zeit 15 Sekunden lang durchspielt, sondern dass wir selbst bestimmen können, wie lang die einzelnen Noten sind. Und dazu machen wir einfach mal eine neue Datei. Dann Rechtsklick irgendwo im Step Sequencer, Replace Fruity Granulizer dann. Dann gehen wir hier auf SMP und hier auf diesen kleinen Ordner. Dann wählen wir unsere Datei aus. Die werde ich euch natürlich noch hochladen, damit ihr das auch verwenden könnt. So, so jetzt haben wir die da drinnen. Hört sich das natürlich noch ein bisschen grottig an. Und deswegen kann ich mal zeigen, wie sich das verändert. Geht ihr hier in den Fruity Granulizer auf Plugin und macht den Hold-Regler hier bei Grains ganz hoch. So. Dann habt ihr das Ganze auch schon. Jo, das war's eigentlich. Ich werde euch die Wave-Datei hochladen, dass ihr das ganz genauso nachmachen könnt. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir einfach eine Nachricht oder in die Kommentare. Ansonsten haut rein.